Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3. Ich bin zu deiner Poison Blackie von The Pro Poison IP. Und wir haben alle Wassermagier gekillt. Endlich. Ich fühle mich so frei. Und so. Kannst du mir andere Sachen beibringen? Bild. Sieht nicht so aus. Kann Belia mich jetzt empfangen? Oder wird Belia mich jetzt empfangen? Frage ich mal erstmal so. Hallo. Lehre mich das höchste Wissen der Schwarzmagier. Mit diesem Wissen werden alle Zauber Belias mächtiger als zuvor. Du wirkst sie im Namen Belias und du selbst bist ein Zeichen seiner Macht. Sehr schön. Dazu bin ich. Okay. Okay. Ich darf jetzt rein, soweit ich weiß. Halt! Keine. Wie sieht's aus? Kann ich rein? Du hast das Recht, die Stadt Ishtar zu betreten. Doch vorher werde ich dir die Regeln der Stadt erklären. Lass mich raten. Kein Ärger, sonst gibt's aufs Maul. Alles klar. Du kennst die Regeln der Stadt. Alles klar. Wie viel Gold habe ich? 98.000. Ich glaube, die alle bringen dasselbe. Das heißt, ich könnte Lebenskraft magische Kraft. Verschwinde, du hast in dieser Stadt nichts zu suchen. Alles klar. Ich bin Montasir, ein Diener Belias und Verwalter von Ishtar. Einer unserer Männer ist in der Wüste geblieben. Du kannst in seiner Hütte rennen. Die Treppe rauf, direkt die erste, die mit den Schädeln überm Eingang. Danke. Dunkle Form. Das wird teuer. Alles klar. Ich fühle mich wohler. Jetzt fehlt nur noch wirklich ein geiler Dunkelmagierstab oder so. Halt! Was willst du hier? Na, ich will in den Palast. Wenn du Ärger machst, breche ich dir alle Knochen. Alles klar. Warum sollte ich Ärger machen? Warum sollte ich mir überhaupt so viel Ruf aufbauen, damit ich nachher Ärger mache?
Dir geht's schon gut, oder? Man sagt, ein Krieger ist gekommen. Ein Krieger aus dem Norden. Du kommst spät. Die Prüfung hat bereits begonnen. Was ist das für eine Prüfung? Ich bin auf der Suche nach einem Mann. Einem Kämpfer, der bereit ist, eine wichtige Aufgabe zu übernehmen. Du kannst aufhören zu suchen. Ich werde deine Aufgabe übernehmen. Ja, das glaube ich auch. Aber wie ich bereits sagte, die Prüfung läuft. Also wirst du daran teilnehmen. Sprich mit Ugrasal. Er kümmert sich um die Einzelheiten. Alles klar. Wo finde ich Ugrasal? Darf ich da rein? Wenn ich jetzt noch einen mega krassen Stab hätte. Was ist denn? Halt's Maul. Direkt nach Zubens Palast. Alles klar. Was ist denn? Als Mauer habe ich gesagt. Ich suche Ugrasal. Grasal Ur. Was? Wache. Willkommen in Ishtar, Sohn des Nordens. Ich bin Delazar, Magier und Alchemist. Wie kann ich dir helfen? Ich will von dir lernen. Natürlich. Meine Künste stehen jedem zur Verfügung, der es bis nach Ishtar geschafft hat. Zeig. Es gibt doch aber noch eine bessere Rüstung, oder? Ich meine, ich sehe doch, dass ihr krasses Zeug trägt und so. Wo finde ich Ugrasal? Ernsthaft? Stör mich nicht. Pff, halt's Maul. Du kommst aus Nordmar? Ich schmiede Erzwaffen. Erzwaffen? Braucht ihr dafür nicht einen dicken Ofen? Um das Erz zu schmelzen. Einen fertigen Rohling kann ich auf jedem Amboss der Welt bearbeiten. Und? Und wenn du Erzrohlinge auftreiben kannst, immer her damit. Und wenn du meinst, dass du es drauf hast, zeige ich dir, wie du selbst eine Klinge schmieden kannst. Ich habe ein paar Erzrohlinge für dich. Gut, damit kann ich arbeiten. Bring mir mehr, wenn du es schaffst. Bring. Du solltest dich jetzt besser um deine Sachen kümmern. Ich suche immer noch Ugrasal. Hey Mann, du kommst wohl auch nicht von hier, was? Ja. Yeah. Woher kommst du? Aus Lago. Ich bin hier, um zu trainieren. Mutasir Ugrasal. Ich bin Ugrasal, Kämpfer für Zuben und Ausbilder. Was führt dich nach Ishtar? Ich komme wegen der Prüfung. So, die hat schon begonnen. Aber wenn Zuben dich schickt, kannst du dein Glück versuchen. Was ist zu tun? Es ist recht einfach. Jeder in der Stadt hat das Recht, dir eine Prüfung zu stellen. Und glaub mir, die meisten finden das toll. Ich werde dich beobachten. Mal sehen, wie du dich so machst. Prüfe du mich. Wenn du Zubens besondere Aufgabe meistern willst, musst du erstmal den Kampf mit zwei Waffen meistern.
Ich werde dich unterweisen. Komm wieder, wenn du... Wer sind meine Konkurrenten? Zarkos. Er ist ein guter Kämpfer. Er hat eine eigene Truppe aufgestellt und ist auf Löwenjagd. Und Surus der Magier nimmt auch an der Prüfung teil. Ich glaube, er ist auch noch in der Stadt und braut Tränke. Dazu. Was willst du von Nerusul, dem größten Schwarzmagier von Ishtar? Soll ich dir übers Haar streichen, weil du es geschafft hast, in die Stadt zu kommen? Ich dachte, Zuben wäre der größte Magier hier. Genau, und das ist er auch. Verschwinde! Verschwinde! Hier steht was über Alchemie. Auch gut. Ich nehme an der Prüfung teil. Was denn? Du willst derjenige sein, der Zubens Aufgabe übernimmt? Seit Jahren trainiere ich meine Fähigkeiten. Wie lange bist du hier? Ein paar Tage? Kleiner, du hast keine Chance. Das werden wir ja noch sehen. Genau, das werden wir noch sehen. Mir gefällt die Musik irgendwie. Wer darf mir alles? Was machst du? Ich bereite mich auf den Kampf vor. Geistige Vorbereitung. Wenn Körper und Geist im Einklang sind, kann mich niemand besiegen. Verstehe. Allerdings kann ich mich nur schlecht aufs Training konzentrieren. Vielleicht liegt das am Rauchen. Ja, ganz genau. Das liegt an dem Scheißzeug, das ich hier rauche. Keine Ahnung, was die hier in ihre Pfeifen stopfen, aber es schmeckt irgendwie nach Kaktus. Prüfe mich. Du willst, dass ich dich prüfe? Dann gehe nach Lager und besorge mir ein Paket feinstes Sumpfkraut. Lass mich in Ruhe. Okay. Warte mal. Lager ist nicht mehr. Davon will ich nichts wissen. Hast du eine Prüfung für mich? Der Mann, den Zuben sucht, muss ein weitgereister, zäher Mistkerl sein. Das bin ich. Er kennt sich mit der Jagd aus und scheut keinen Kampf. Das bin ich auch. Es ist kein Problem für ihn, mir 5 Löwenfelle zu bringen. Aber nicht von den Einfachen, von den räudigen Bastarden. Denn das sind die schlimmsten Löwen überhaupt. Ein zäher Mistkerl weiß bestimmt auch einiges über die Jagd. Und falls nicht, würde er sich jemanden suchen, der es ihm beibringt. Wo würde ein zäher Mistkerl die räudigen Bastarde suchen? Diese Viecher laufen durch die ganze Wüste und schließen sich fremden Rudeln an. Irgendwo im Westen gibt es ein ganzes Rudel von ihnen. Ach übrigens, ich habe auch Zarkos diese Prüfung gestellt. Todbringer. Wenn ich solche Bögen sehe, geht mir ein Herz auf. Ich will, dass du mich prüfst. Was? Du willst der großartige Kämpfer sein, den Zuben sucht? Ja. Ich werde dir Gelegenheit geben, das zu beweisen. Natürlich errichtet jeder Kämpfer vor dem Kampf seinen Tribut. Ich will kämpfen. Makas wird der Erste sein. Los, zeig mal, was du kannst. Ich werde dich besiegen! Du hast den Platz verlassen. Du bist besiegt. Ein guter Rat von mir. Waffe weg! Es gibt einen Kampf mit mir! Gut gemacht!
Da ist nichts zu holen. Nice. Gut, du hast das Aufwärmtraining bestanden. Dein nächster Kampf wird nicht so leicht. Gib mir einen Gegner. Musan soll kämpfen. Er wird dir es schon ordentlich besorgen. Nächstes Mal werde ich es dir zeigen. Zeig mir, was du kannst. Oh, da! Da ist nichts mehr zu holen. Zehn Lernpunkte schon wieder. Also schön, du hast Musan besiegt. Der nächste Kampf wird nicht so einfach. Gib mir den nächsten Gegner. Du wirst gegen Emmet antreten. Er hat sich wochenlang vorbereitet. Der du hast dicht. Keine Chance. Beim nächsten Mal wirst du Dreck. Ich gebe deinen Kampf, oh. Männer. Da. So macht man das. Oh. Nichts zu holen. Mann. Ich kann mich doch nicht um alles kümmern. Nächstes Mal werde ich es dir zeigen. Du hast jetzt drei verdammt gute Kämpfer zu Boden geschickt. Ich sag dir was, du hast meine Prüfung bestanden. Es gibt niemanden mehr, den ich dir schicken würde. Außer mir natürlich. Aber wir wollen ja fair bleiben. Diese Lache. Hier, das Gold hast du dir richtig verdient. Danke. Es wird Zeit, dass ich etwas rauche. Willst du mir auch eine Prüfung auferlegen? Weißt du, ich halte nicht viel von diesen Prüfungen. Da werden gute Männer irgendwo hingeschickt, nur um ihren Mut oder ihre Kraft zu beweisen. Heißt das, du willst mich nicht prüfen? Weißt du, ich denke, wenn du schon was beweisen willst, warum dann nicht etwas Sinnvolles? Geh zu Kaffa, er bewacht die Brunnen vor der Stadt. Bei ihm ist immer was zu tun. Sieh mal, ob du ihm helfen kannst. Hast du zu viel Zeit? Ja, denke ich mal. Hey, hast du nicht was vergessen? Was? Du nimmst doch an der Prüfung teil. Jetzt glaub bloß nicht, dass ich dich nicht prüfen werde, nur weil ich nicht in der Stadt stehe. Was darf's denn sein? Dein Konkurrent Zarkos ist schon ziemlich lange da draußen. Er jagt Löwen oder sowas. Er hat mir eine alte Schale abgenommen. Abgenommen? Beim Kampf in der Arena. Aber er hat nur durch einen Trick gewonnen. Also bring mir die Schale zurück und erledige Zarkos bei der Gelegenheit. Wo kann ich Zarkos finden? Er hat sein Lager ein Stück weiter im Norden aufgeschlagen. Wenn du bei den Brunnen bist, geh einfach geradeaus. Aber folge nicht dem Weg, sondern halte dich an die Bergwand. Aber sei vorsichtig, dort gibt es Löwen. Hast du sonst noch was? Du solltest vorsichtig sein. Da draußen lauern ein paar richtig üble Burschen. Ich glaube, die suchen dich. Wo kommen die denn her? Tja, ich schätze, du hast hier in der Stadt ein paar Feinde gemacht. Wo sind die? Naja, was soll's. Ich suche Kaffa. Der ist oben, bei den anderen Brunnen. Oben bei den anderen Brunnen? Heißt das hier lang?
Speichern. Man weiß nie, was einen erwartet. Vielleicht wird er mich jetzt eine... Warum auch immer eine reinhauen. Makas schickt mich. Ich soll dir helfen. Makas? Er ist schon ziemlich lange da oben. Warte, was ist das? Schakale, los, machen wir sie fertig. Nimm die Waffe weg! Da! Oh, da! Da! Wieder eine von diesen Ja, Junge! Alter! Das... Fickt euch! Fickt euch alle! Gut, dass ich gespeichert habe. Hätte ich das nicht getan, wäre ich am Arsch. Ich werde das Biest töten! Das war zu erwarten! Die Viecher werden lästig! Das werden sie. Diese verdammten Drecksviecher. Manchmal greifen sie sogar zweimal. Verdammt. Sie sind bei den anderen Brunnen. Mistviecher denken, sie können uns zum Narren halten. Denen haben wir es aber ganz schön gezeigt. Also, wo waren wir? Makas schickt mich. Richtig. Dann erlege die Rudelführer dieser dreckigen Schakale. Wo treiben sich die Schakale rum? Sie kommen den Hügel runter. Dort oben ist auch eine Höhle. Okay. Das heißt... Wir gehen hoch. Was habe ich für Magie? Flammenbälle. Brauche ich, glaube ich, nicht mal. Da ist eine Höhle. Noch mehr von den Biestern. In der Höhle ist vielleicht das Nest. Kann man das so nennen?
Speichern. Eisklinge, ach du Scheiße, geil! Her damit! Ist das geil? Es fehlt nur noch ein Feuerschwert. Und ich bin glücklich. Oder so ein Dämonenschwert. Das wäre auch mega geil. Gibt es das überhaupt? Ich weiß es nicht. Aber ich will es haben. Wenn es das gibt, heißt es. Oder ich will es auch haben, wenn es nicht gibt. Mein Schaden 110 alleine schon. Wenn das jetzt noch überkrass wäre, mit geschliffen und gesegnet. Alter Schwede. Na komm. Das ist doch lächerlich. Ich habe die Rudelführer der Schakale erlegt. Gut. Dann werden wir wohl ein bisschen Ruhe vor den Mistviechern haben. Ich glaube kaum, dass die Schakale sich noch einmal hierher trauen. Du kannst Makas sagen, dass du mir geholfen hast. Alles klar. Das will ich aber auch hoffen. Dafür hau ich mir noch eins rein. Und einen Trank. Alles klar, dann steht als nächstes an. Ich soll dann den Konkurrenten ausschalten. Ich frage mich zwar, warum. Ist das nicht gegen seine Regel oder so? Speichern. Mir fällt gerade auf.
das Gefühl, das war hier nicht mit gemeint. Aber wie soll ich mit den Orks machen? Ich meine, da fehlt mir ja auch noch 23? Ne. 28 Ruf bei denen. Hat er in der Höhle hier sein Lager aufgeschlagen? Aber erstmal sage ich wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, hinterlasst konstruktive Kritik und haut raus. Bis zum nächsten Mal.